Das Land wird von Barclay und seinen Verbündeten zerrissen und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Es ist frustrierend, doch wenigstens ist unsere Mission klar. Verteidigung. Zerstörtes Kloster neu aufbauen? Kein Feind auf Karte übrig lassen. Und natürlich verlieren wir wieder, wenn unser Burgherr stirbt. Und okay, das war noch nicht die Mission, gerade die mit der Tante da war. Ich hatte an eine andere gedacht, aber das könnte die jetzt sein. Nee, immer noch nicht. Ich werde mich in den Ruinen unseres Klosters um Sir William kümmern. Sir Gray will mir beim Aufbau helfen. Aber das ist jetzt eine entspannte Mission, oder? Ja. Okay, gut. Jo. Und hier merkt man es schon, also hier sieht man schon. Der König hat eine Botschaft gesandt, Herr. Die Geschichten eurer Heldentaten brachten mein Blut zum Brodel, Matthew Steele. Ich übertrage den Titel des Streiters des Königs von Sir William auf euch. Yippie! William wäre am Boden zerstört, wenn er davon erführe. Es muss für immer ein Geheimnis bleiben. Ich wusste nicht, dass es so normal ist. Und, hier seht man es. Ach, hat er sogar noch einen Lanzenträger überlebt. Wow. Befehle? Haben ja wirklich viele überlebt. Ein-Mann-Armee. Das ist jetzt unser Land und er ist immer noch so angeschlagen von den Axtwerfern. Braucht ihr etwas? Ja, wir haben jetzt einen Katapult noch. Läuft. Und das scheint jetzt wirklich mal eine entspannte Mission zu sein. Oh, Alter, nach der für mich halbwegs aufgeregten Situation gerade erfolgt jetzt mal wieder eine Entspannungsphase und das ist auch gut so, die brauche ich. So, was haben wir hier? Ein Obstgarten und ein Galgen. Wozu habe ich jetzt einen einzelnen Galgen? Bitte? Also ich weiß, dass Leute aus dem Kornspeicher klauen können. Im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Ja, halt's Maul. Ich weiß, dass man Diebe, also normale Bauern hier, denen langweilig wird, die dann zu Dieben werden, die dann im Kornspeicher klauen, dass man die erhängen kann, wenn man ein Gerichtsgebäude hat. Wenn man ein Gerichtsgebäude hat und natürlich auch noch was anderes. Was ist? Ich nehme gerade auf. Okay. War nur Familie. Nix Schlimmes also. Was ganz normal ist, wenn sie mal reinkommen. Das ist so, wenn man drei Schwestern. Hallo, bringt ihr mir mal Holz? Danke, jetzt habe ich welches. Ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns um die Nahrungsmittel. Das heißt, wir kloppen hier mal so ein paar Fleischerbuden hin. Sind zwar Jäger, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Fleischerbuden. Weil sie auch das Fleisch zubereiten. Wie lautet der Plan? Und unser Ziel ist es jetzt erstmal hier, das wieder aufzubauen. Das zerstörte Kloster. Von Olaf zerstörte Kloster. So, was haben wir jetzt neu in der Story erfahren? In der Story haben wir jetzt erfahren, dass der liebe oder doch nicht so liebe Edwin, den wir ja befreit haben, uns verraten hat. Und dass Olaf Sir William als Geisel hat, aber den haben wir mittlerweile befreit. So. Anscheinend dauert es noch. Eure Beliebtheit steigt. Ja, unsere Beliebtheit steigt. Und anscheinend dauert es noch, bis wir zu dem Zeitpunkt kommen. Oder zu der Mission kommen, bei der auch meine Tante war. Die war anscheinend schon richtig weit. Die hat anscheinend dieses Spiel hier richtig hart gesuchtet. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Nein, nicht gegnerische Truppen, nicht jetzt. Damit rechne ich gerade überhaupt nicht. Was soll denn das? Ich habe ja nicht mal Waffen oder Leute, die was dagegen machen können. Och, bitte nicht. Warte mal, ich speichere erstmal. Spiel gespeichert. Könnte auch sein, dass es jetzt ein Fehler war, jetzt zu speichern, weil wir dann den alten Spielstand nicht mehr laden können und dann hier das richtig verkacken. Okay, ich muss mich wirklich hier schnell Truppen greifen jetzt schon an. Wo? Von wo? Ach du Kacke. Ach nö. Was machen die jetzt? Töten sie jetzt das Wild? Nee. Hä, wohin gehen die denn?
Zum Kloster? Was wollen die da machen? Töten die Mönche? Ich hoffe mal nicht. Ja, wir haben halt noch keinen Stein, ne? Haben wir einen Markt? Dann könnten wir uns... Ja, wir haben halt... Gut. Dann würden wir uns jetzt mal schnell Steine kaufen. Um Unterkünfte zu bauen und natürlich eine Waffenkammer. So, Unterkünfte und eine Waffenkammer. So. Und jetzt, ja, müssen wir uns erstmal Waffen kaufen. Das ist jetzt, denke ich mal, wichtig. Das geht jetzt vor. Scheiß auf das Geld. Fuck, jetzt fehlt ja Geld. Stimmt, ich muss hier kaufen. Rekruten benötigt. Ach so, ich habe auch noch keine Rekruten. Ja, eine Schatzkammer brauche ich sowieso. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Mist. Ja, wir können jetzt meinetwegen hier noch eine Apfelbude reinmachen. Was machen die da? Stehen die hier nur rum? Ja, anscheinend. Was? Die haben doch jetzt nicht die Mönche getötet. Bitte nicht. Die haben die Mönche gekillt. Hä? Hier waren doch gerade keine Mönche. Lassen die jetzt den Mönch... Oh nein, die töten den. Okay. Also greifen die uns direkt jetzt nicht an. Oder noch nicht. Aber töten die Mönche. Solche Arschlöcher. Verpisst euch. Warte, dann müssen wir sie vertreiben. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Am besten mit roher Gewalt. Das ist doch immer die beste Lösung. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Schatzkammer. Haben wir sowas? Ja, eine Jauchegrube müssten wir jetzt auch mal hier hinsetzen, weil hier hat schon irgendjemand hingeschissen. Ich wette, das war einer von euch. Ihr streckt ja schon euren Arsch so richtig raus. Oh Mann. Es ist auch irgendwie kacke, ne? Also ich wäre jetzt nicht gerne in eurer Lage, so den ganzen Tag in dieser Position zu stehen. Guck mal, die Bauern, die lachen euch doch alle aus. Opfer. Haben wir wirklich keine Schatzkammer oder bin ich einfach nur zu... Doch, oh, ich bin einfach nur behindert ohne Ende. So, beeilt euch mal. Hier, beeil dich mal. Ach nee, warte mal. Wir brauchen hier mehr Ochsen, ne? Das ist es. Genau. Und am besten noch ein Steinbruch. Und dafür brauchen wir wieder mehr Holz. Und das dauert eine Weile. Mist, wir hätten die Welle hier nicht so zerstören sollen. Aber ich wusste doch nicht, dass wir dann diese Burg hier bekommen von Olaf. Und irgendwie campen die auch nur den ganzen Tag. Läuft bei denen. Ja, dann lasse ich die mal campen. Während ich mich ausrüste und was Produktives mache. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ihr habt nicht genug Gold. Und Essen haben wir genug, oder? Ich schätze schon. Ja, die Jäger sollten ihren Job schon gut erledigen. Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Was? Was soll denn das? Das sind die definitiv nicht. Eine gewaltige... Okay, ich konnte ja nicht ahnen, dass es so schwierig wird. Ich muss mich ja wirklich hier sputen, Alter. Mann, beeilt euch doch mal. Ihr könnt auch mal hier... Was machen? Ohne Witz. Ihr seid so lahmarschig. Alter, Truppen greifen an. Das ist doch nicht deren Ernst. Die greifen wirklich jetzt schon an. Ich brauch Gold. Ich hab kein Gold, Gottverdammt. Ich kann ja nicht... Ich muss hier was verkaufen, einfach davon. Und Essen vor allen Dingen. Essen gibt immer sehr viel. Ja, Essen gibt immer sehr viel Gold. Wir brauchen Unterkünfte. Definitiv jetzt noch eine. Schnell. Rekruten benötigt. Die greifen jetzt schon an. Gebt uns nur ein Ziel. Augen auf. Wir müssen erstmal hier rauf. Rekruten benötigt. Ich muss sie sammeln. Rekruten benötigt, Scheiße. Rekruten benötigt, Scheiße. Alter, wie schnell die angreifen. Rekruten benötigt. Alter, ich muss das hier irgendwie verteidigen. Die greifen nicht an, oder? Nee, die nicht.
die anderen halt. Alter, wie viele hochkommen? What the fuck? Waffen benötigt, Sire. Feuerzeichen, Sire. Bogenschützen. Alter, zerstört die scheiß Katapulte, Alter. Die machen alles kaputt. Die sollten überlebt haben, ne? Hier sind eure Leute. Mein Burgherr, renn weg! Nein, renn doch weg! Nein! Wieso rennt er nicht weg? Wieso muss er kämpfen? Alter. Och nein, ey, kann nicht wahr sein. Ah, okay. Ich würde sagen, da machen wir Rückkehr ins Kloster. Ja, ja, wir haben es ja auch gespeichert. Notfalls können wir also da nochmal neu starten. Und ich merke, wir müssen uns da wirklich sputen, Alter. Das ist ja wirklich richtig gefährlich. Okay, Leute. Ich denke, das war's dann erstmal mit Stronghold 2. Für dieses Mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin und tschüssi.